Horrido und Weidmannsheil, liebe Freunde der virtuellen Jagd, wieder unterwegs in The Hunter, dem Jagdsimulator auf der Map Val de Bar, französische Alpen. Und ja, da sind sie, die Alpen. Wir waren unterwegs, haben ein paar Steinböcke uns erlegt. Momentan Steinbock-Wettbewerb Platz 2, aber ich bin mir sicher, da werde ich nicht bleiben mit der Wertung, die ich im Moment habe. Aber ja, komm, wir schauen nach oben, klettern aber nach unten. Immer nach oben schauen, da wird es einem nicht schwindlig. Außerdem sieht man natürlich ja nach unten, haben wir gerade gesehen, nicht wirklich viel. Man könnte natürlich auch sagen, komm, ich stürze hier gerade nach unten ab, geht ein bisschen schneller, geht halt ein Erste-Hilfe-Pack drauf. Wenn man genug dabei hat, ist das also die schnelle Variante, wie man das machen kann. Ist natürlich auch einfach so, dass wir da sagen müssen, okay, das ist auch wieder was, was die Tiere hören, die vielleicht in der Umgebung ist. Und klettern wir hier so einfach runter, dann ist ja die Möglichkeit da, dass hier sich sogar Tiere in der Nähe noch aufhalten, weil sie nicht mitbekommen haben, dass da jemand die Felsen runterkraxelt. Ja, wo laufen wir denn mal hin? Ich würde mal sagen, laufen wir mal da unten in die Ecke. Schauen mal, was uns unterwegs denn vielleicht so begegnet. Und ich werde das hier auch mal wieder dagegen eintauschen. Damit wir da eben im Zweifel einen Rotfuchs uns auch anlocken können. Sollten den natürlich clever anlocken, denn diesmal haben wir keine Waffe dabei, mit der wir die Füchse auch schon auf weite Distanz beim Annähern schießen können, sondern wir müssen die näher rankommen lassen mit Rehposten. Sag ich jetzt mal, auf Fuchs 30 Meter sollten es da schon sein. 40 geht auch noch, aber mit Rehposten auf keinen Fall weiter als 40 Meter, da ist die Streuung zu groß. Da richtet ihr nicht mehr genügend Schaden an. Die Kugeln auch schon an Wucht verloren und dementsprechend auch die Schockwirkung geringer. Und ja, dann verletzt ihr maximal noch, erlegt aber nicht. Und so einem Fuchs, so einem verletzten Fuchs hinterher zu rennen, um den noch ein zweites Mal, noch einen zweiten Schuss abgeben zu können, das kann dauern. Also ich hatte mal einen gehabt. Den hatte ich auch nur ungünstig getroffen, eben auch nur angeschossen, leicht verletzt und bin dem dann hinterher und ich glaube, dem bin ich, bis ich nah genug rangekommen bin und der nicht mich vorzeitig schon irgendwie gesehen hat, ah, da ist einer 50 Meter, 60, 70 Meter hinter mir, ich muss mal wieder hier flüchtend mal wieder Tempo machen. Bis ich den dann eben wirklich wieder nah genug vor der Flinte hatte, um einen zweiten Schuss abgeben zu können, waren so etwa 40, 45 Minuten vergangen und ich bin in der Zeit hier bestimmt 3, 4, 5 Kilometer dem Fuchs hinterhergerannt. Und in der Zeit zwar auch ein paar andere schöne Tiere gesehen gehabt in der Ferne, habe mich aber nicht getraut, die zu schießen, weil der Krach ja den Fuchs noch weiter vertrieben hätte. Und ja, das war also natürlich schon irgendwo ärgerlich. Also lieber den Finger dann mal gerade lassen oder dem Fuchs die Gelegenheit geben, noch 3, 4, 5 Meter näher zu kommen, anstatt dass man hier dann einen unsauberen Schuss hat und sich ärgert. Im Grunde genommen hätte ich natürlich auch sagen können, scheiß auf den Fuchs. Es ist nur ein Spiel, es sind nur Pixel, aber ja, es ist natürlich, irgendwo hat man dann auch mal den Ehrgeiz, dass man sagt, nee, gerade jetzt erst recht möchte ich genau diesen Fuchs haben. Und ja, dann gibt es da sowieso keinen drinnen, dann muss man da hinterher. Und wenn es die komplette Jagd dauert, also weiß jetzt gar nicht,
18, 19 Uhr oder sowas. Es gibt irgendeine Zeit, da ist die Jagd zu Ende. Und wenn man dann eben nicht das Spiel verlassen möchte, dann geht es am nächsten Tag in der Früh wieder los. Also Nachtjagen ist nicht möglich. Und da ist aber dann so, dass dann auch die Tiere wieder neu spawnen. Und wenn dann eben noch ein angeschossenes Tier irgendwo auf der Karte liegen würde, ich glaube, das wäre dann auch weg. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber ich glaube, die vorhandenen Tiere, die spawnen dann alle und es spawnen eben neue. Also da vielleicht auch dementsprechend gucken, wenn es schon abends etwas später ist, dass es so langsam in Richtung Jagdende geht, dass man da nicht die unsaubersten Schüsse raushaut. So, und irgendwie ist aber hier unten tote Hose. Noch nicht mal eine Spur gesehen, keinen Ruf gehört, nichts. Das ist ja alles andere als optimal hier. Sind wohl alle am Fluss und saufen oder wie? Ja, bei den Hirschen könnte es schon langsam sein, dass die schon langsam sich für ihr Mittagsschläfchen bereit machen. Das sind also so die Hirscharten, die sind gerne. Ah! Und er ist unten am Wasser. Dort. Und wir antworten natürlich mal. Wir sind ja höflich. Wenn hier ein Rothirsch uns eine Frage stellt, antworten wir ihm auch. Sagen, ja, hier kannst du herkommen. Hier ist alles in Ordnung, bis auf dem Jäger, aber och, naja. Wenn der dich erwischt, dann wird ja auch nicht mehr kalt. Kopfschmerzen gibt es dann auch keine mehr. So, und dann müssen wir aber natürlich aufpassen. Ich hätte jetzt vor, hier oben auf den Gipfel zu gehen. Rechts neben den Tannen und von dort aus vielleicht dann schon eine gute Sicht darunter in die Ecke, von der der Ruf kam, hinzubekommen. Werd hier auch noch mal rufen. Dann schauen wir mal. Ja, er kommt uns auch schon ein Stück entgegen. Also vielleicht sogar gar nicht bis ganz hier hoch. So, wie ist denn da? Eieiei, die Sicht nach unten ganz, ganz schlecht. Wir rufen nochmal, dass er auf jeden Fall hier zu uns in die Richtung kommt. Und ich bin mir nicht sicher, da unten kommt er doch schon. Wir nehmen mal gleich die Waffe. Ja, da bewegt sich was. Da. Och ja, es ist nicht das größte Geweih, aber ist doch schon ganz ordentlich. Und da liegt er. Bumm, da liegt er ganz. Sehr schön. Ein Füchsli, ein Rothirschli. Füchse sind dann doch ein kleines bisschen kleiner. Ah, unwesentlich, unwesentlich. So ein Rothirsch und so ein Rotfuchs, nee, die sind fast gleich groß. Wenn man sie in gleich große Stücke schneidet. Weil ich weiß gar nicht, Fuchs. Wird Fuchs überhaupt irgendwo gegessen? Aber es gibt bestimmt irgendwelche Völker, die Füchse essen. Hier so in Deutschland wäre mir jetzt nicht bekannt, dass Fuchs gegessen wird. Aber wer weiß, andere Länder, andere Sitten. Viele könnten sich ja auch nicht vorstellen, Schnecken zu essen. Ja, und unsere Nachbarn, die Franzosen, die essen sowas sehr, sehr gerne. Also
sieht man nur ein paar Meter dazwischen und macht doch teilweise schon enorme Unterschiede. So, schauen wir mal. Ja, das sieht doch wirklich schön aus. Es sieht auch recht gleichmäßig aus. Das ist ja auch wichtig für einen guten Score zu bekommen. Sehe hier keine extremen, ja, dass da irgendwie so Dornen, so Abzweigungen mit drin sind, die da nicht reingehören. Wir schauen mal. Naja, 160 runden wir mal auf. Score ist in Ordnung. Es ist halt, ja, es ist natürlich nicht das Größte, was geht. Aber es ist schon mal was. Und ich weiß jetzt gar nicht, bei Rothirsch hatte ich auch eine Mission. Jetzt weiß ich nicht, war es der höchste Score oder auch das höchste Gewicht der drei besten, die man eben schießt. Eins von beidem war es auf jeden Fall. Das war auch eben drei schwersten oder die drei mit dem größten Score. Und davon dann der Durchschnitt. Ja, Braunbär habe ich eben auch Mission, da der größte Score von einem Braunbär, der mit dem Bogen erlegt wurde. Deswegen habe ich also auch den Bogen mal noch mit eingepackt. Schauen wir mal, ob wir wirklich da auch nah genug an einen Braunbär rankommen. Wir haben ja jetzt ja, etwas mehr als eine Folge noch. Dann ist die Hunter-Woche auch schon wieder rum. Wahnsinn. Oh, da hinten haben wir was stehen. Das könnten Rothirschweibchen sein. Nee, ein Rehbock. Ein Rehbock. Ich sehe das Geweih. Und ja, Reh bräuchte ich zwar eigentlich mit Rehposten. Ich könnte ja mal versuchen. Und da hinten steht auch noch was. Was steht da? Ah, das ist auch noch mal ein Rothirsch, aber ein kleiner. Der hat wesentlich kleinere Geweihe. Ja, und das Reh, ich glaube, das hat nicht so reagiert, der Rehbock hier. Ich glaube, den schießen wir dann doch auch eher aus der Ferne. Ich müsste also generell sowieso mehrere mit dem Blaser schießen, dann noch aus der Bewegung raus. Hinten dran ist noch ein Reh. Das ist eine Rike. Die hintere, ein Weibchen. Und hier vorne ist eben das Männchen. Ja, so stehst du jetzt aber ein bisschen ungünstig da. So ist genau da, wo ich hinschießen will, der Fels vorne dran. In die Herzregion. Na, es. Die Gewichtsanzeige ist natürlich schon nicht schlecht, aber das Geweih sieht jetzt noch gar nicht so groß aus. Da liegt er auf jeden Fall. Rehe, ja, mit 7 mm wirklich kein Problem. Da hat man eher das Problem, dass es keine 100% Trophäenwert gibt, weil dann doch zu viel Wildbret schon verletzt wurde. Na, wo komme ich denn hier dann drüber? Na gut, muss ich im Zweifel dort hinten hinlaufen. Denn hier, das sieht aus, als würde das alles zu tief werden. Ja, da geht's nicht durch. Aber da hinten, da ist ja auch der Rothirsch auf dem Wasser rumgetanzt. Also da sollte doch irgendwo eine Möglichkeit sich finden. Hier sind ja auch genügend Felsen auf dem Wasser, die wirklich den Eindruck erwecken, als wenn man da irgendwo übers Wasser drüber kommt. Das finde ich noch so ein klein bisschen problematisch im Spiel oder ein klein bisschen ärgerlich, dass man da nicht immer überall so übers Wasser drüber kann, auch wenn es doch noch relativ flach wirkt, aber dann eben doch schon wieder Millimeter vielleicht nur zu tief ist, dass man eben nicht durchkommt. Wie sieht es jetzt hier aus? Hier komme ich durch, wunderbar. Und ich weiß jetzt auch gar nicht bei den Rehen, bei der Mission,
Das ist also die Blaser-Mission. Es gibt ja verschiedene und da gibt es eben auch Blaser als Waffenhersteller, der ein paar Missionen hat. Da ist das die zweite oder dritte, die ich da jetzt aktiv eben habe. Na, hinten, das könnte die Rike vielleicht wieder sein. Ah, ja, ist auf jeden Fall eine Rike. Es könnte die sein, die wir da vorhin schon kurz gesehen haben. Könnte natürlich auch eine andere sein. So, und da haben wir unseren Bock liegen. Wunderbar. Dann haben wir den in der Folge noch schön mit in der Aufnahme drin. Und ich würde sagen, nachdem wir ja hier einen lauten Schuss hatten, werde ich dann erst ein paar Meter weiterziehen, bevor ich die nächste Aufnahme starte, damit einfach die Chance wieder größer ist, auch wirklich wieder ein paar Tiere anzutreffen. Schau mal, 118,1 Meter, rechte Lunge, linke Lunge, also Herz doch noch verfehlt. Erhaltungszustand sogar noch 100%, dadurch eben auch Trophäenwert 100, weil 0,0 Verletzungszeit, 30,1 Kilo für ein Reh, richtig groß. Aber ja, Score ist jetzt nicht ganz so doll. Wir werden uns ihn trotzdem anschauen, ist eher ein Mittelwert. Da sind wir im Wasser gelandet. So. Schauen wir mal hier. Also da, ja, gibt es welche, die doch ein bisschen schön gleichmäßig ist es, aber die doch ein bisschen größer sind. Ja, aber ist doch eigentlich ein schönes Bild. Das machen wir trotzdem mal. Gut, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Nee, Waffe wollte ich jetzt nicht. Ich werde bis hierhin mal weiterziehen. Und dann sehen wir uns in der morgigen Folge wieder. Bis dahin wünsche ich alles Gute und ciao, ciao.